Moment, ich hab. Oh, verdammt, jetzt hatte ich doch gerade einen geskripteten Witz. Na gut, jetzt ist die Folge angefangen. Kündigt mal an. Wobei, nein, stopp. Willkommen! Halt, einen Moment, Hallo. Ja, ich hab nein, noch nicht ansagen. Hau raus. Der Schirmbock, der hält jetzt seine Taschenlampe nach rechts, so. Nach rechts? Nach die rechts, Aufnahme läuft weiter, schon weiter, weiter. Ne? Obwohl, so geht auch. So, und jetzt musst du die immer so wedeln und dann. Hallo! Und die 20th Century Fox Musik vorstellen einfach. Ey, die ist rechtlich geschützt, die 19th Century Fox Musik. Oh, ja, die 21. Ey, verdammt, die heißen jetzt ja wirklich so. Echt? Wie auch immer. Was weiß ich denn? Auf jeden Fall, hallo. Wir sind wieder hier mit dem Brennen, dem Wesh, den Schumbock und Prinzessin Leia. Und Dale. Prinzessin Leia! Yeah. Mit der dicken Angst. Oh, mit dem Zauberhut müssen wir jetzt immer sagen, The Spectacular am Brand. Oh, übrigens ist oben kein Regen mehr, wir könnten wieder in die Oma brechen. Und ja, Chaos, ne? Ich hab das alles jetzt mit drauf auf der Aufnahme, ne? Von Wesh. Und jetzt? Ja, musst du ein bisschen weinen. Eine neue Waffe ausprobieren. Das Diamant. Kommen da die kleinen Cola-Tränchen. Oh, das ist mehr Diamant. Ich bekomme natürlich nicht. Oh, das ist was Grünes. Doch einen musst du gekriegt haben, ich hab nur drei. Ja. Da unten drin sitzen Viecher, ne? Die sind böse. Yeah! Das ist gut. So, haben wir da den. Meine neue Waffe, den. Oh, es fängt schon wieder an zu regnen. Geil, ja, nicht Gott, was ist denn hier los? Endlich mal wieder. Wow. Was bringen die hoch? Geil, was ist denn das? Aber warte mal, mir fällt gerade auf, wir killen einen mit einem Toten. Ja. Gut. So, wir brauchen wieder ein Dach. Gerade sehr regnerisch. Rainy shit. Mir geht's prima. Dann müssen wir wohl doch wieder ein bisschen buddeln. Grüne Stein! Oh! Engelsort. Ach verdammt, komm hier nicht vorbei! Na, ich fäll den Baum. Ich buddel den Diamanten unten. Nein! Ich erbuddle ihn. Vor allen Dingen, wir haben sowieso noch nicht so viel, wofür die Diamanten sinnvoll gebrauchen können, außer für den Pick, Drill, Dings, Gedöns. Das ist aber schon mal ein Anfang. Da wäre Schatten ja schon wieder. Was hab ich? Ja. Den Grill. Boah, wie langsam der Baum hier kippt. Oh, der Tentakel. Ein Tentakel? Der Tentakel. Ach Mensch. Der Affe zappelt zu viel. So, Oh. Volle Breitseite Regen. Ja. Zur nächsten Deckung. Ich bin auch nicht mehr so fit gerade. Bist du nicht fresh? Also ich fäll den, dann kannst du direkt weiterbauen. So fresh und so clean, clean. Mehr Zeug. Also ich würde sagen, wir können schon mal das Tech-Upgrade machen und die nächste Schwierigkeitsstufe nehmen. Voll. Auf jeden Fall. Ist viel zu einfach, ja. Oh, ich wollte eigentlich noch mal gucken, was wir alles noch für Brendan bauen müssen, damit der technologisch mal auf unserem Level ist. Alles. Aber er hat doch eigentlich so ziemlich alles jetzt. Ach so, ja, du meinst jetzt nicht. Als Sternkarte und so. Ja. Und überhaupt sollten wir nicht schon das die nächste Sternkarte machen können? Die war doch, glaube ich, gar nicht so teuer. Guck mal, eine Kiste. Da ist die Kiste, die ich meinte, ja. Hä? Was haben wir denn da? Eine Peng Peng. Bist du sicher, dass das die ist, die du meintest? Ja. Das ist die Kiste, die ich meinte, ja. Heißt das, wir haben einmal umrundet, oder wie? Nee. Nee, ich bin links rumgegangen eben doch. Ach so, du bist... Was war denn das für eine Knarre? Hat's ja gelohnt. Oh! Ups! Das ist doch nicht. Wesh hat Brandon umgebracht. Du bist genau auf mir gestorben, da kann ich jetzt auch nichts für. Er hat ihn umgebracht, ich hab's genau gesehen. Voll. Nein. Er hat sich todesmutig auf den Gegner geworfen, ja. Du hast Brandon getötet! Ihr Schweine! Ja, ich wusste, einer sagt. Und ich habe eine One-Handed-Waffe gefunden, die sich da nennt Thunderbomber. Thunderbomber. Geil. Moment, wir werden so bald gleich sehen, was die der Donnerbalken. Oh, ein Granatwerfer. Sowas in der Art. Oh, Granatwerfer wieder, das ist für mich so schön. Verdammt. Hör mal, hör mal. Ist das nicht ein beruhigendes Geräusch? Dieses Ploppen, Achtung. So ein Ding hatte ich doch schon mal, ne? In dem Gefängnis. Ja. Bis du es grandios verloren hast. Ja. Werf ich dir jetzt einfach mal so vor. Sollen wir nicht vielleicht eben warten und so? Da ja. Kommt gleich ein nackter Fisch. Ja, der. No. Nackter Fisch.
Wenn er den Weg denn findet. Ich sehe nichts. Oh. Nicht gut. Ich komme dir gerade mal entgegen. Vielleicht. Ich auch. Ich bin ein bisschen unter Wasser und habe hier noch eine Kiste. Was ihr Schleimer seid, alle. Ja, oh nein, lass uns schnell Brandon retten. Er darf nicht alleine sein. Ah, da. Ich habe dabei eine Kiste eigentlich gefunden. Eigentlich wollen wir nur weg vom Affen. Oh, jetzt ist übrigens wieder ganz viel Eggesort. Oh, das ist ein Vogel. Ich habe eine Kiste gefunden. Oh. Lauf, Fischmann, lauf! Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist ja natürlich wieder super, ne? Mhm. 5 Sekunden. In Brandons Richtung gelaufen. Wir müssen Brandon holen. Oh, und ich bin. Da kommt sowas Blaues. Wir müssen es abschießen. Da kommt ein Bossgegner. Vorsicht, ich pack die Waffe aus. Moment, ich baue mich hier durch. Einer stirbt. So. Jetzt kriegt er echt mal eine hier rüber. Bumm! Ist Idee. Der Hai böse? Hier, so. Sag ja Hai. Der direkt vor uns ist, die sieht er nicht. Der blaue. Oder so, der kleine Tentakel. Der hat über viel Lebenspunkte. Ich schmeiß das jetzt hier alles. Komm da nicht durch. Achso, warte, den Block kann ich ja machen. Meine Knarre ist einhändig. Warum habe ich mir keine einhändige Waffe wieder gebastelt? Ich deppert. Ach, das kann ich dir auch geben. Ich glaube, ich mache mir eine. So, dann könnte es ja eigentlich theoretisch schon fast wieder weitergehen, ne? Ja, oben, ne? Der Burst Racer, war der auch von dir? Der war aber jetzt nicht so. Ich habe hier noch ein paar Sachen vom Rennen aufgebaut. Oh, Flinte. Guck, dass du jetzt die richtigen Sachen bei dir in den Slots hast. Ja. Nicht, dass du die dekorativen Items jetzt im tatsächlichen Slot hast. Nee, ich tausche das gerade schon. Hm? Was ist denn hier die? Da gut, die. Dann müsstest du eigentlich alles die Flint? Ah, ja, das haben. Ja. Warte mal, ich gebe dir hier nochmal eine bessere Waffe. Das hatte nicht. Wobei, was heißt besser? Es ist ein Granatwerfer. Oh, das müsstet ihr sehen hier. Musst du mal schauen, ob du damit umgehen kannst. Ich bin hier noch am Kämpfen. Das sind nackte Affenfrauen. Oh. Das sind auf jeden Fall nackte Affenfrauen hier. Geil, ach. Affenfrauen, wo? Blödsinn. 100%. Blödsinn. Toll, da erlege ich mal einmal zwei Gegner allein und droppen die nix. Oh, ist der unter der Erde? Und wenn ich meinen Loot kriege, dann kommt hier der. Ja, wir wollten eigentlich. Ich hab da doch nichts weggelootet jetzt. Aber auch Hunde. Nicht im Zusammenhang mit dem. Ich will auch so einen Hund mit 6 Augen. Da kriegt das so aus Hundeblick eine völlig neue Bedeutung. Mhm. Hier sind Punker mit so einer abgebissenen Apfel-Dingens am Schwanz. Ja, genau. Wo sind die nackten Affenfrauen? Ja, echt? Ja, die habe ich eingesammelt. Ach, so ist das. Da kenne ich ja nix. Da sind doch die Punker, siehst du? Die haben so Apfeldinger hinten. So, das sind das Äxte. Apfeldinger. Das sieht aus wie so abgebissene Äpfel hier so. Ist klar. Vielleicht habe ich nur ein bisschen zu wenig. Sehen denn für dich Äpfel? Also irgendwie. Ja, so wenn die abgebissen sind, so rund, weißt du? Achso. Mhm. Achso. Wir haben da ich weiß haben ah, okay. Es liegt näher als die Affen. Schweine. Was, wenn man den so rund abgegessen hat? Wir haben da Apfelkitsche als Kind so gesagt. Ich weiß nicht, wie ihr das nennt. Der Rest vom Apfel, der Müll. Wir nennen genau, das der Rest vom Gemüse. Apfel, den keiner essen will, wo die Kerne drin sind. Der ganze Scheiß halt. Ja. Ja, das ist ein Kerngehäuse. Ein Kerngehäuse. Du hast als kleines Kind Kerngehäuse dazu gesagt. Ja. Natürlich. Atomkerngehäuse. Kerngehäuse gesagt. Aus was für einem kranken Umfeld kommst du? Da, wo einem Leute nicht sagen, Kackabist, Pupa. Oder sowas. Was? Ich sag ganz oft, Kacka ist Pupa. Also, wenn meine Eltern ach, Kerngehäuse das, dazu gesagt hätten, hätte ich mir sofort eine Brille gekauft. Das erklärt das Vokabular deines Sohnes. Oh Mann. Ja, mit Connor haben wir uns heute noch über Svetskin-Soße und A-Pampe unterhalten. A-Pampe? Mhm. A-Pampe? Ich sag im Moment immer, du fiese Möp. Find er lustig. Fiese Möp ist super. Fiese Möp. Du fiese Möp. Ja. Fiese Möp hat mein Opa früher mal gesagt. Und dann lacht, dann sag ich, du lause Bube und solche Sachen halt. Und irgendwann fängt er dann an und nennt mich A-Pampe. Naja gut, immerhin versuchst du ihm noch die alten Tugenden des, die guten alten Werte, ja. Genau. Ja. Letztens habe ich, aufs Flame beizubringen, die guten alten Flames. Hat er sich beschwert, hat ein Kumpel ihn immer, Blödmann nennen würde. Dürfte er nicht sagen. Dann hab ich gesagt, dann gehst du hin und sagst, sowas sagt man nicht, du Wurm. Fand er auch gut. Dann eine Schelle.
Das darf ich mir nicht sagen. Ich hoffe, sowas lernen die von alleine. Ich hoffe natürlich nicht, sowas lernen die von alleine. Schlagen ist nicht gut. Nee, das ist wie der Wäsche und Sachen, eine Erziehungsschelle. Mhm. Das muss sein. Frag mal Eduard Laser. Wen? Was? Wo? Oh. Eduard Laser. Oh, was ist das? Nein! Ich bin tot. Ich auch. Das klang jetzt so ein bisschen nach Louis de Funès. Oh, ah, nein! Oh, ah, nein! Seid jetzt alle tot? Muss Gartnus, Herr Müller! Ah, mich hat's auch erwischt. Mich hat's auch erwischt, das ist aber wieder nicht aus. Does not bode well, würde jetzt Deckard Cain sagen. Ich baue mir, glaube ich, mal eben hier ein Dach aus Scheiße. Wer ist dieser, Lichtstrahlfutze, den du da meintest? Den was? Den Laser-Typen. Edward Laser, ja. Der ist von Game... Das ist einer von den Typen von Game One. Oh, Fremdchannel-Werbung, raus mit dir. Nein, was ist mit dem? Hat der eine Schelle gekriegt? Die haben einen Charakter, der ist halt eben so auf 80er Jahre Superheld-Parodie getrimmt. Der heißt Edward Laser und der hat immer seine Laserschelle, wenn er jemanden haut. Ach so. Ich glaube, hier unten kommen wir. Oder auch die Erziehungsschelle. Aber das macht er nur bei seinem Sohn. Ich komme nicht mehr raus. Oh. Och nein. Musste mal bei, ansonsten bei YouTube eingeben, Eduard Laser. Wer hat denn dieses geniale Dach hier konstruiert? Ja, ach, da hat es aufgehört zu regnen. Ne? Oh. Oh, da ist ein... Also ich habe jetzt noch nichts aufgehoben. Ich buddel mich da unten drunter durch. Ups. Ich vielleicht bin nackte Vogel. Okay, ich habe einen Tukanhelm aufgehoben. Mein den Tukanhelm. Schmeiß ich wieder zurück. Mein Tukanhelm. Tuka, tuka. Den hab ich wieder weggeschmissen, damit du ihn gleich selbst. Uiuiui, wir gehen gleich drauf. Nix da. Ich bin mit irgendwo in der Höhle drin. Oh. Ihr müsst euch eigentlich gut durchbuddeln können. Ich komme euch mal einfach so ein bisschen ins Wasser. Wie soll das denn durchbuddeln? Mit den Füßen oder was? Wichtige Sachen aufzuheben. Außerdem haben wir gar nicht. Noch, machen noch, machen noch, machen noch. Oh, ich hab nix mehr. Ein Lebenspunkt. Ich hab gar keinen mehr. Dann komm ja nicht mehr an den Regen. Ja, da sind wir ja gerade unter das Dach wieder. Mit wie viel seid ihr gestartet? Ach, ich lauf einfach. Einmal mit alles. Was soll schon passieren? Ich bin ein Vogel. Du hast ja das Glück, die Löcher sind ja jetzt schon da. Du kannst ja direkt da runterlaufen. Ja, aber ich kann mich nicht heilen zwischendurch. Nee, das konnten wir ja auch nicht. Aber ich würde mich wohl fühlen, wenn ich es kann. Einen Stein habe ich noch. Hättet ihr nicht auch, Zack. Ich werde bewacht. Kriegt uns das noch? Ja. Scheiße. Ich hab noch was. Ach toll, jetzt. Ah, da gucke ich um die Ecke. Oh, nein! Komm ich um die Ecke, werde ich abgeschossen. Diese gemeinen Pferde. Ich muss ein paar Sachen aufheben, weil hier so ein nerviges Drecksviech ist. Du kannst unten rumgehen, ne? Wo? Ach doch, da. Die Fledermaus muss sterben. Ui, ich bin in so ein Loch gefallen. Sagt der Joker. Nein, Regen. Wer hatte denn eine Feuertonne dabei? Ich hab immer eine Feuertonne dabei. Oh, 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 Regen, Feuertonne. Man weiß nie, wann man mal spontan Penner wird. Ja. Ja. Jetzt lacht er, aber dann pass mal auf. Dann sitzt du irgendwann vorm Supermarkt und hast keine Feuertonne dabei. Ich sterbe, nein, scheiße. Was machen wir jetzt? Da ist noch so ein Viech. Ja. Geh mal vor. Regnet doch noch, ne? Ah ja, scheiße. Ja. Ja, aber irgendwie nicht mehr so viel, obwohl. Da ist die Killerfledermaus. Also das Zeug würde ich gerne noch zurückkriegen jetzt. Ja. Wäre cool. Waren wir jetzt alle vier auch kaputt? Nee. Nee, wär schließlich. Tja. Tja, weiter wusste ich nicht mehr. Tja. Ah, werden mal wieder hell, ne? Scheiße. Ja. Wird einfach mal aufhören zu regnen. So, ich bin jetzt am Ende meiner Lebenspunkte. Und in einem Tunnel mit Gegner. Ich fühle mich wunderbar. Ich komme euch entgegen, sobald ich hier Verordnung gefahren. Hat sich erledigt. Schau. Das wird einfach so. Jetzt kommt wieder bei euch.
komme ich wieder zu euch. Jetzt habe ich ein Problem, glaube ich. Aber wie kann es denn hier den gesamten Tag regnen? Sind wir ja auf dem London-Planeten. Es regnet ja bei Nacht. Ja, das ist noch schlimmer. Regnet es immer noch? Tatsache. Ja, es regnet immer noch. Muss ich außen rum? Nee. Ach, hier sind noch 1000 Viecher, ey. Leck, komm hier. Ich habe zumindest einen korrupten Dirt-Block. Jetzt habe ich 8 korrupte Dirt-Blöcke. Oh Scheiße, das sind Schweinemänner. Möglicherweise bin ich in eurer Nähe. Ich kümmere mich gerade um die Schweinemänner. Jetzt haben wir alle Schweinemänner zu den lieben Fuchstypen. Ja, die sind wirklich eher fuchsig. Ach, guck mal, wer da ist. Da ist der wieder tot. Komm nicht durch den Regen. Hier ist ein Fuchstyp. Bist du jetzt wieder am Spawn? Ja. Hör, ich hab aber auch geschafft. Ich hab locker noch 2 Leben drüber. Ich erweitere gerade die Tunnel mit meinem enorm guten Antimaterie-Ding. Aber da natürlich jetzt ausgerechnet hier Erz sein muss, dauert das wieder Stunden. Oh ja, hier ist auch richtig gut Erz. Wo seid ihr denn jetzt? Oh Scheiße, geht schon wieder los. Muss man hier über die Erde? Ein Stückchen lass mich muss vor. Ja. Oh doch. Scheiße. Nee, muss man nicht. Na, da geht aber runter, da kommst du nicht mehr zurück. Doch, du kommst ja immer weiter. Da ist ein Weg. Hier ist der Stuff jetzt. Und auch oben. Ich bin doch da auch, ich laufe doch da auch lang. Wo ist denn unten? Da, wenn du jetzt hier runter droppst, so ein bisschen. Ne, ja, ne, warte. Oh, sorry. Ne, hier. Hier. Survival System. Was ihr für Zeug alles noch habt, ich hab nichts. Overskirt, das ist aber, das waren nicht meine Sachen. Hier im Loch bin ich, siehst du da vor dir direkt. Da. So, jetzt hab ich glaube ich ganz viel. Hier durch. Du bist ja schon fast wieder tot. Ich sehe mit nix. Ja, weil auch die Viecher sind. Wow. Ist mal unter der Erde lang gegangen. So, Tukan. Tukan. Wohin willst du Tukan? Nach Tukanland. Na, wenn ich drauf gehe, hast du wieder viele Steine zum Bauen. Die Popcorn. Seid ihr schon an dem Todespunkt angekommen? Ja. Ich habe den Schumbock gerade durchgebracht. Ja. Wenn ihr alles habt, sagt er Bescheid, dann brauchen wir uns da nicht die Arbeit machen, ne? Wir sind ja eher von der faulen Natur hier. Wer wo? Ich komme euch jetzt auch holen. Nur wir haben hier ein paar Freunde. Hoppin. Hier diese Apfel-Kitchen-Typen. Ist das ein Axtschwanz oder was mit Blut dran? Apfelkitchen. Und da sagen die, ich hätte kranke Fantasien, ich glaube nicht. Oh, ich habe noch ein paar Sachen gekriegt. Mein Inventar ist noch nicht voll, also offensichtlich kriege ich hier alles zusammen. Ich kann auch ein bisschen Dreck kaputt machen. Wo zur Hölle seid ihr denn? Bei den Krankheitsviechern. Zuck, zuck. Da sind bestimmt 10 Stück von denen. Moment. Die alle auf dich warten. Blaue und Orange. Ja. Wobei die Blauen, meine ich, sind sogar noch nicht mal aggro. Aber die Orangen bestimmt. Ja, die stehen mittendrin, aber und dann wirst du die trotzdem nur dabei anficken. Oh, böses Wort. Was? An Pushen hier, ne? Catchen. Was ist das hier? Warum dauert das so lange? Ist das ernst? Ja, das ist Platin-Scheißel. Ramazama geht das hier, ey. Ja. Da braucht man eigentlich gar keinen Drill, ne? Das geht so. Ja, auf jeden Fall. Oh geil, jetzt ist das ja so super, tot. Das dauert noch länger. Oh. Was ist das? War das der Wäsch? Ich glaube, ich hab alles. Ich weiß es. Ich bin tot. Scheiße, ich hätte mal auf mein Leben gucken müssen. Er hatte alles. Aber ich hatte alles. Ich hatte tatsächlich alles. Immerhin. Oh, ja, la 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 la. Ja, ich nehme besser nichts, wenn wir da sind. Ich habe nur einen Lebenspunkt. Du bist auch direkt wieder tot. Direkt. Boah, geil, da ist wieder grünes Erz.
Das bringt uns nichts, wenn wir das nicht zurückbringen können. Oh Mann. Ihr könnt, ihr müsst nur dran glauben. Ah, guck mal, da kommt doch Onkel Wesch. Die Kavallerie. Ihr habt mit den 10 Viechern noch nicht mal übertrieben. Nee. Und da kommt der Schumbock. Der ist aber gleich wieder tot. Quatsch, der geht prima, außer irgendwer zieht ihn zufällig in meine Richtung. Ah ja. Und? Ah, ich habe genauso viel HP wie letztes Mal. Ja, dann sammelst du wieder alles auf und dann... Ist ja schon... Ah ne, da stehst du noch. Ach, du buddelst ja den Stein. Ach so. Oh, ja. Shit. Oh, bin tatsächlich wieder tot. Ich glaube, ich bin einmal falsch oben rumgelaufen. Zack. Oh. Ich möchte gerne einmal an die Entwickler verlegbare Spawnpunkte. Das ist eigentlich das, was immer am meisten auffällt, oder? Außer wenn die Viecher in Höhlen geknubbelt sind und man da die ganze Zeit steht. Ist das noch weit bis zu den Sachen jetzt von hier aus? Ihr seid jetzt schon durchgerannt, ne? Nein, wir sind hinter dir noch. Also hier, okay, hier bin ich da. Kommt doch mal zu mir. Ich will auch. Da. Ist noch ein gutes Stück. Und wo ist der Schum? Der ist tot. Na gut, dann kommt ihr mit. Manchmal werde ich zurückgeworfen. Ach, das sind Crits. Ach, man kann kritisch vom Regen getroffen werden. Ich gehe richtig, ne? Ja. Alles dicht unter der Oberfläche ist richtig. Nein! Ah, nein. Zack. Das ist aber auch hier eine fiese Stelle. Ja. Eine sehr fiese Frische, Stelle. Die Fische, die kreischen lustig. Ah, ich habe die Stelle gefunden, wo ich letztes Mal... Oh, da vorne ist ein Viech. Moment. Ach so, einer. Ich habe die Stelle gefunden, wo ich umsonst oben lang gelaufen bin, wo ich auch hätte unten bleiben können. Lass dich nicht von dem abschlachten. Nee, das wäre sehr kontraproduktiv. Ich werde erstmal ein bisschen Bandagen fressen. Die haben extra die Animation abgeändert. Oh, der Dale pushet hier fett mit dem Standardding hier. Okay, jetzt habe ich... Damit kannst du nicht schießen. Ich weiß. Damit kannst du das gar nicht. He's down. Habe ich schon Probleme. Go, go, go. Schnell, lauf. Warum ist der Fisch so langsam im scheiß Wasser, ey? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Oh, da kommen wir oben nicht durch. Da ist Regen, da sterbe ich. Ich habe keinen Lebenspunkt mehr. Du kommst nicht durch. Hier durch. Ja, ich habe keinen Lebenspunkt mehr. Da muss eigentlich da drüber. Muss der Fisch im Regen doch leben können. Oh, warte, ich mach dazu. Ist ja sauer Regen. Ihr seid auf jeden Fall egal. Hier. Ja. Doch, sauren Hering. Jetzt regnet er schon 30 Minuten ein Stück hier. Warte, ich gebe euch Bandage. Oh, ja, eine Bandage wäre geil. Hier, teilt sie euch. Ja, auch, gib mal. Oh, da hab ich vielleicht welche schon. Nee. Ich kann grad mal gucken, dass ich noch ein paar gecraftet krieg. Oh, ich kann dir ein paar geben, Joch. Ja. Wo bist du? Warte. Nee, steh vor dir. Ja, danke. Ich habe aber nichts gesammelt jetzt, ne? Also hier lag nichts mehr. Ich hab oben müsste noch einiges liegen. Nee, das hat der schon. Ich hab doch alles hier. Wo bist du? Oh ja, gut, wenn du alles hast. Und ich hab hier unten als die letzte Sachen gesammelt. Da, als erster fertig. Hier, Tukan. Also das oh, Tukan, ja, das, ich hab hier eine Kiste hingestellt, ich hau da mal alles rein. Ach, hat aufgehört zu regnen. Ja, geil, danke. Super. Gut gemacht am Spiel. Wir werden beobachtet. Als der dramatische Moment zu Ende war, hat es genau auch. So, das dahin. Breastplate. Hier dieses Ding hatte ich noch. Noch eine Taschenlampe. Ich habe eine gelbe Taschenlampe, habe ich auch immer noch. Ah, geil, der Zylinder. Zack. Mr. Zylinder? Auf jeden Fall. Mr. Zylinder, genau. Ach, die Steinhure, die hatte ich. Diodia. So, ich glaube, das wäre so. Ah, ne, ist noch ein Drill. Ach, hier, das hatte ich auch, genau, den Bomber. Und ein Ape-Händer. Mr. Ja. Battlewacker. Ah, ne, ich hatte ja den, ne? Gib mir mal das Schwert dann. Genau. Ja. Ja, okay, dann bin ich wieder komplett. Ah, ich weiß nicht. Boah, richtig viel. Oh. So mehr oder weniger.
Ich tue ja nochmal einmal so in die. Holy Skull Slicer, wer hatte das denn? Keine Ahnung. Holy? So ein dickes Schwert. Das hat einer einen Goldklumpen für mich? Erz oder? Ja, Erz. Erz habe ich, warte hier. Haben wir ganz gewiss noch meine Massage. So, wir rennen hier nochmal panisch gerade nach links, warum auch immer. Ja, ich will auch gucken, finden wir hier noch einen Boss. Kuchen, achso. Kuchen? Oder oh, vielleicht finden wir auch Kuchen. Wenn hier nämlich gleich nichts Tolles auftaucht. Wo sind die Goldklumpen? Oh, die habe ich doch reingelegt in die Kiste. Ach, ich dachte, du wirfst die rüber. Nein. Du siehst so ein bisschen aus wie Mega Man X. Danke. Mit deiner Rüstung. Ich? Ja. Hat der mal eine grüne Tukan-Rüstung? Wo seid ihr jetzt einfach nach links gegangen weiter? Ja. Warte, wir kommen auf. Oh, da sind Affen. Du bist ein Affe. Jetzt hat glaube ich jeder. Könntest du eigentlich am laufenden Band sagen, oder? Jeder in der Folge, oder? Ja, doch, in der Folge hat bestimmt, glaube ich, mal gesagt, oh, da ist ein Affe. Oh, da ist ein Affe. Ja, sage ich doch. Oh, hier sind auch zwei. Oh, was war das? Ich kann nicht mehr schießen, ich habe keine Energie mehr. Ich habe genau den falschen angeschossen. Hier ist übrigens massig Gold. Boah, was leckt denn das jetzt? Zack. Da. Hilf mir lieber schießen. Ich krieg den Affen allein nicht tot. Der Thunderbomber. Der ist nett. Hier, der Augenfisch. Da ist noch ein Affe. Oder unten ist ein Affe, da will ich nicht hin. Ich hasse Affen. So will ich hier einen Anti-Affen-Club machen. Eigentlich finde ich Affen niedlich. Ach, das ist doch kacke, da trifft doch nichts hier. Ja. Das ist schon wieder ein Affe, ey. Da ist auch noch einer. Da sind aber auch die anderen. Da ist aber noch so ein Augending drin. Ja. So ein Augending. Dankeschön, ich bin Vogel. Zack, ich geh weiter. Oh, der kommt hinter, der kommt. Ich sammle einfach alles ein. Ja, ich glaub. Ich glaub, wir können auch schon nur. Eine Berührung. Ja, hier liegt noch ganz viel vom Boden. Ja, sammle einfach alles ein. Ja, ich hab. Ich komm. Oh, alles nicht gekriegt. Also nicht alles gekriegt, so. Ja, ja. Zielen? Na, no, jetzt vertreibst du den. Dann haben wir. Oh, da kommt noch ein grüner. Weißt du was? Bandage und Bushwacker hier. Ich treff den nicht. Ich will so. Einen Mini-Boss. Wir haben doch vorhin schon einen Mini-Boss gehabt. Ich will aber noch einen. Ja, dann. Wir hatten jetzt einen rechts, jetzt müssen wir noch einen links kriegen. Ist doch klar. Ich wollte eigentlich sagen, wir müssten die Folge, glaube ich, mal beenden. Ja, das wollte ich auch. Ja, ich glaub, oh nein, das ist. Soll ins Raumschiff gehen? Joa, da sind wir alle. Ja, bevor wir uns sagen, wie genau. Von Schumburg? Ja. Okay. Oder nach Hause und mal unsere Ausbeute. Das können wir vielleicht. Gleich nochmal. Ey, hier liegen noch jede Menge. Ja, wir müssen dem ja noch die Rüstungsklamotten alle zurückgeben, ne? Ja, vielleicht haben wir auch mittlerweile genug Eggesort, dass wir zumindest schon mal für jeden die tolle Rüstung basteln können. Also, ich habe noch eine ganze Menge dabei. Ja. Also, das Gewehr habe ich hier reingepackt. In die Kiste. Ja, hab ich mir genommen. Mehr habe ich gar nicht gehabt von dir. Ich habe noch einen Hut. Dort und dort. Ach doch, warte, wo bist du? Hier die Kiste, ich hab noch hier dein Stab. Und da ist noch eine Jacke. Warum haben wir denn 162 Windows? Wer hat denn so das viele gebaut? Ich frage auch, wo wir die Windows her haben. Die hatte ich. Aus dem Singleplayer hab ich die gehabt. Vielleicht finden wir ja auch irgendwann mal SteamOS. Ich hab irgendwo so ein Dorf gefunden und ich brauchte Fenster. Da habe ich alle abgeschlachtet und mir die Fenster geklaut. Das ist... sehr brutal. Ja, ich wusste nicht, vor 30 Minuten. Kann. Wir müssen jetzt beenden. Ja. Und nicht auf alte Geschichten hier aufwärmen wieder. Oh, doch. Wir mögen alte Geschichten. Geil, der Brunnen, der hat nämlich nicht nur hier bei Starbound die Fenster geknaut. Der ist auch bei sich durchs Dorf gerannt und hat überall die Fenster abmontiert. Davon habe ich doch geredet. Die habe ich alle abgeschlachtet und die Fenster geklaut. Da stand er sogar mit in der Zeitung. Hä? Okay. Ich weiß nicht, ob ich das genauer wissen will. So, dann auch mal durch dein Dorf zurück. Könnt ihr auch mal haben? Das ist echt Langeweile, ne? Passwort ändern. Jetzt habe ich irgendwas.
aufgehoben. Meine Security Kamera ist safe. Oh Gott, was machst du da, ey? Wo zur Hölle seid ihr überhaupt? Ich bin auf mein Schiff. Ich bin jetzt wieder auf unserem Planeten. Oh nein, jetzt habe ich auch noch den einen. Ja, bin komme ich jetzt auch. Schmelze. Und dann beenden wir hier auch dann jetzt, ne? Ja. Oh. Okay, hier ist nur einer. Ich. Ach, bei euch. Bei Dale, oder wo? Ja. Brand ist schon raus. Glaube ich, ja. Wieso ist denn der raus? Ich bin aus der Gruppe gegangen, ich habe einfach das Minus gedrückt. Ach so. Ha, das macht ja nichts. Wir wissen ja, dass du... Ja. Das macht. Im Geist, du bist ja irgendwo hier noch. Ja, dann lass uns einfach beenden jetzt hier, ne? Das kann man ja alles dann beim nächsten Mal weitermachen. Okay, ja. Beende die, Mann. Ja. Okay, dann. Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns bei der nächsten Runde Starbound wieder. Ja, bis dann. Tschüss.